Hallo ihr Lieben und seid ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Bro-Battle. Das Jahr ist ja fast vorbei und deswegen nochmal hier dieses Zuckerstück für euch mit Kovro zusammen. Yeah, Buddy! Was geht ab, ihr Lieben? Herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Wir sind also wieder im Duo unterwegs. Mike, der Strichcode hier als Pantheon. Ich als Darius, ich gehe in die Toplane, Mike in die Mitte. Und schaut auf jeden Fall in die Beschreibung, findet ihr alle wichtigen Links. Ich sag's schon mal, ich werde es mit Sicherheit nochmal wiederholen, aber Mike hat jetzt für alle League of Legends Fans, der hat eine Homepage aufgebaut, will da ein Forum groß machen und bitte unterstützt ihn. Ich weiß, ganz, ganz viele Leute schauen sich die Videos an, vergessen auch manchmal ein Däumelein nach oben zu drücken oder in die Beschreibung zu schauen. Also supportet diesen Jungen, helft ihm ins neue Jahr auf jeden Fall mit diesem genialen Projekt durchzustarten. Das gleiche gilt auch für mich, wenn... Es gibt ja immer wenn das neue Jahr ansteht, dann sagt man, ich habe irgendwelche Vorsätze. Genau. Ja. Und wenn euer Vorsatz nicht im letzten Jahr schon war, Comic zu unterstützen, dann müsst ihr das noch machen, denn das Jahr ist fast vorbei. Geht also auf seinen Kanal, Link in der Beschreibung. Yeah. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr die letzten freien Tage, die ihr habt, genießen könnt, dass Weihnachten cool verbracht habt. Hast du schon erzählt, was wir spielen? Man sieht es eigentlich. Also ich habe es nicht ganz erklärt, nur die Picks bisher, die wir beide haben. Letzte Game war ja Vamox Only, also richtig, richtig tanky. Und jetzt sagten wir, komm, machen wir das Gegenstück einfach richtig, richtig Damage-lastig. Richtig squishy, aber dafür richtig schöner Damage. Wir spielen nur Nahkämpfer, wir spielen nur Adela und Tank-Items sind einfach, ja, sind einfach eiskalt verboten. Okay, mein Gegner ist Pantheon. Asozial. Ah, ich spiele ja gegen Double Top. Völlig vergessen, weil die gar keinen Jungler haben. Oh, was haben sie denn hier jetzt? Ein Poppy mit Exhaust und ein Pantheon. So, Mike kann sich gegen Zed durchschlagen und unser... Ach, warte. Vor allem, so, was macht Zed auf Level 1? Sag es mir. Das ist eine Quizfrage. Was macht Zed auf Level 1? Ja. Einfach nur sicher mit der Q farmen? Also genau, er wirft die ganze Zeit eine Q. Was macht Pantheon auf Level 1? Er wirft, aber der Unterschied ist, glaube ich, dass Pantheon die Qs auf Zed haut und Zed haut sie, um sicher zu farmen. Ach du Scheiße! Nicht, aber ich mache mehr Schaden und ich habe noch meinen Deathfire Touch. Oh mein Gott, habe ich ihn? Bitte, 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 gib mir dieses Glück. Oh Gott, ich bin tot. Ich bin fucking dead. Alto Belly. So ging's mir im letzten Game. Ey, so eine eklige Double Action und ich hab so gehofft, dass ich das Glück des League of Legends, des Riot Gods auf meiner Seite ist. Shit. Okay, ich hab keine Summoner, hab kein TP, komm nicht in die Lane und Mike hat den ersten Kill. Yeah, buddy. Nice, good job, Bro. Pantheon ist ja wirklich auch so eine Art Bruiser der Bruiser, ne? Ja. Als Counter gegen sowas wie Fiora, gegen Zed, gut geeignet. Gegen Yasuo. Gegen viele Auto-Attacks. Also, wenn ein Champion einen wichtigen Auto-Attack ist, dann nenne ich in dem Zusammenhang immer gerne Trundle. Der hat einen Biss, das ist ein starker Auto-Attack. Wenn er den trifft, entsteht super großer Vorteil für ihn. Wenn der aber geblockt wird, dann ist es vorbei. Oder auch, wenn man hört, der dritte Schlag von Jax. Oh, nice. Oh Gott, bitte Riven, du kannst noch flashen. Kannst du doch, oder? Oh nee. Sie macht es so, aber sie ist tot. Und? Geräusche. Okay, Pantheon hat die Kill. Oh nee. ich liebe das auch immer, diese Emotionen, wie schnell die auch immer überdrehen können. So. Hilfe. Ich habe letztens mit Mary ein bisschen RTL geschaut. Was direkt wieder sehr überrascht, was es da für Sendungen gibt. Auf jeden Fall. Auch die Sprache teilweise, ne? Irgendwer hat halt was Doofes gemacht und dann sagt der andere, sagt man, brennt dir der Helm oder was? Ja, ich weiß. Das Skript ist dann manchmal fragwürdig geschrieben in solchen Situationen. Aber ich versuche solche Sendungen teilweise zu vermeiden. Also gerade, was ich mir gerne morgens angucke, bis 10 Uhr läuft ja immer das Frühstücksfernsehen. Finde ich toll, so ein bisschen sich auch zu informieren. Über das, was vielleicht die letzten Tage passiert ist. Aber danach geht es sofort los mit irgendwas, Notruf, SOS und wow, die Schauspiel. Wir waren ja selber mal, das wissen, wow, ich weiß nicht, ob es jemand weiß, ob wir es schon mal erwähnt haben, aber wir waren ja mal selbst bei so einem RTL-Casting. Eigentlich würde ich sowas gern mit dir sogar nochmal machen, Mike.
Ah, wir hatten unser Casting, ich weiß. Das war geil, das war doch für diese Barbara Salisch-Sendung und so. Ja, genau. Wieso da keiner angerufen hat, Junge, die wussten echt nicht, was sie verpassen, ne? Ja, aber wie gesagt, ich habe oft Mails bekommen, ne? Wie Mails? Ja, dann stand es, also es war so eine Rundmail. Sind Sie von einem geschiedenen Haushalt und haben Sie gerade eine schwere Phase oder so? Dann melden Sie, also immer so Typen haben die gesucht, aber irgendwie hat es nie reingepasst. Ich habe auch nie zurückgeschrieben. Was? Du hast really Mails bekommen? Ja? Hab nur ich keine bekommen? Vielleicht hast du die andere E-Mail-Adresse angegeben. Really? Ey, das finde ich Ja? ja, ich finde das aber mega geil, dass du das sagst, ey. Also, wie gesagt, ich dachte, das wäre so eine Rundmail. Ich dachte, die haben sie an alle geschickt, aber Ist ein scheinbar nur bisschen an wie mich, weil Fake ich oder schauspielerisches sowas, ne? Talent habe. Ja, voll geil, Alter. Ja, das Talent hast du auf jeden Fall. Sonst wärst du nicht so ein toller YouTuber. Ey, geil, Alter. Ha! Da hat Oh. Mike wirklich so coole Mails bekommen. Da wollten sie ihn haben, da wollten sie. Mike wäre der nächste Brad Pitt, Alter. Die Ich hab's erstmal gar nicht realisiert, weil ich im Fight war, aber voll geil, ich sag das. Totenstille, keiner lacht. Der Tomek hat einen Witz gemacht. Es war einfach auf einmal so ruhig, weißt Danke, du? Da fehlt immer so Backenkuchen. dieser, wie in der Wüste, dieser, was ist das eigentlich? So ein komischer Ball, der da immer Ja, langkommt. genau. So ein Strohballen in Ja. diese. So, also nur Damage, das heißt für mich als Darius, ich baue als erstes Death's Dance, denke ich. Da spare ich mir auch den Black Cleaver. Wenn es Damage sein soll, dann werde ich mich, da werde ich das so komplett durchziehen. Oder hier, Yumus Ghostblade, das wirst du jetzt als erstes bauen, richtig? Ja. Ja, guck mal, Level Kennst du 6 schon gegen Level den? 4. Backe, backe, Kuchen, Pantheon hat gerufen. Ah, interessant, ich hätte sogar schon den Speer vorher geworfen, weil die kurze Abklingzeit, da hättest du den vielleicht häufiger werfen können. Wie sehr das ignoriert wird. Ich wollte ihn gar nicht rein, ich wollte den Witz machen einfach nur. LOL. Das ist die Witz. Die ungewollt Witz. Unwitzigste Folge, die wir hier aufgenommen haben. Und ich lache mich trotzdem voll kaputt. Hast du den Witz überhaupt gehört? Nein, Backe. Irgendwas Backe, Backe, Kuchen. Kennst du Pantheon. den schon? Backe, backe, Kuchen, Bäcker Pantheon hat gerufen. Achso. Ja, geil. Mega Hier Schenkelklopfer. ist der Bäcker Pantheon. Ich weiß, ich weiß. Komm zurück. So squishy wie diesen brauche ich gar keinen Death-Fighter, stört dich eigentlich. Ist das stimmt? Nice, Baby, Es reicht, oder? nice. Der Trank reicht, oder? Ja, easy. Darf man Schuhe? Ich denke schon, dass es klar geht. Im Moment Auf jeden zumindest. Fall. Vielleicht kann man später einfach mal verkaufen. Ja, auf jeden Fall einfach Damage und Schuhe. Einfach YOLO. Heute heißt es einfach Schuhe Spaß mit haben. Attack Speed bringen Damage. Zumindest erhöht es dein DPS. Cooldown Reduction Boots dementsprechend auch. Serrated Dirk, zack. Na ja, gut, wie Serrated. sieht das jetzt aus? 3-1, Gut. 4-0, 3-1, 1-1, 3-1. Sieht grob überschlagen sehr gut aus. Da sieht man unser SoloQ-Verhalten. Die Damage Champions können wir, die Tank Champions, das sagt mir. Wen spiele ich? Ah, gut, ich spiele ja jetzt im Moment kein Ranked, aber sonst, wen spiele Okay, ich? vertraust du mir? Oh, wie ich Diana jetzt gerne spiele. Powerwort, Das darf ist. man Schuhe? Der Vertraust du mir? Vertraust du mir? Na klar, vertraue ich Achte dir. hier drauf. Und ein Spärchen. Hopp. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, als Pantheon also ist schon ein paar Patches her, aber als er genervt wurde. Seine E wurde genervt, weil die angeblich zu viel Schaden im Early oder so gemacht hat. Wurde aber trotzdem bei den Pros ja. Aber es ist nicht immer nur so, was bei den Pros Doch, du gespielt hast ein wird. bisschen Pantheon gesehen. Ja? Ja, auf der Top Lane dann. Aber jetzt nicht mehr, ne? Also seit Nee, dem jetzt nicht Nerf dann mehr. wahrscheinlich. Okay. Das war auch gegen Fiora, gegen Riven, gegen Yasuo, gegen all die Sachen, die Huni gerne gespielt hat. Der jetzt übrigens bei SKT ist. Ganz großes Ding. Ja, ist auch mal angenehm.
Game zu gewinnen. Ich glaube, die letzten Games. Einfach mal auf die Schnelle. Aber was ich noch gerade gesagt habe, ich glaube, das hast du dann auch nicht richtig. Oder dass ich Diana gerne spiele? Ja, doch, der. Diana, ich habe sie letztens gespielt, hatte einfach irgendwie so ein 15-0-Game. Wenn die einmal gefeedet ist, die raped alles. Ja. Ist für mich die etwas stärkere Akali, muss ich sagen. Weil sie im Early auch ein bisschen sicherer ist. Hält ein bisschen mehr aus, ja. Ja. Was ich bei diesen beiden Champions nicht so mag, ist, wenn die Gegner, keine Ahnung, Braum Support haben. So RIP. Ah, okay, also in sowas, wo du nicht reinfliegen willst, quasi. Oder Nautilus, Poppy. Leona würde es noch geben, ne? Und dann noch das Exhaust, was es möglicherweise gibt. Ja, stimmt. Also mehr wieder so Champions, die vielleicht einen bisschen abseits picken, aber im Team fallen. Ja, man muss ja auch sagen, Akali, Diana ist ein Assassin und es gab das Assassin-Rework. Wir befinden uns aber gerade in Tank Meter 2.0. Ja, es ist irgendwie seltsam. Talon, der ultimative Parkour-Champion, der ist einfach useless, Alter. Und dabei so schade. Ich mag Pantheon. Da war der Gegner Spantheon, der dreht sich ab. Nice! Badaboom! Was brauche ich jetzt? Kleber, nö. Ist der jetzt nö. Noch ein Serrated Deck? Jo. Ja, Darius auf Full Damage. Wenn die Gegner squishy bleiben, ist ein Zückerchen. Ein Genuss. Eine Delikatesse. Mhm. Den Champion, den ich am häufigsten mit Genuss in Verbindung bringe, ist Aatrox. Das wird spannend hier. Aha, warte, lassen wir Mike erstmal fighten. Ich bin nicht im Fight, ich gucke auch noch zu. Okay, dann erzähle ich weiter meine Story. Und zwar, weil Aatrox im Jungle wieder einfach, der braucht nix. Eigentlich könnte er das ganze Spiel ohne Items schon komplett durchjungeln, der braucht kein Mal zurückgehen. Wer? Aatrox. Diesen Sustain, den er hat in seiner W, das ist einfach. Was ist eigentlich mit ihm? Warum wird er nicht gespielt? Ich weiß es nicht, ey. Ich finde ihn echt stark. Er hat den Schutzengel in seiner Passiven. Er hat Sustain. Also gerade im Jungle wurde er auch früher auch gerne gespielt. Seine Ganks gehen auch. Ist er zu langsam im Jungle? Hat er zu wenig Burst? Kann man einfach, wenn er jumpt und dann wegdasht, wird er von Wayne zerstört? Das ist eine gute Frage, aber ich finde ihn so super. Und der macht Spaß und manchmal, ja, es gibt genug Leute, die überrascht sind, wenn sie gegen ihn spielen. Dazu gehöre ich auch manchmal. Einfach, wenn du ihn tradest, du gewinnst den Trade ganz leicht, lässt ihn aber ein paar Auto-Attacks machen, dann der Trade, das ist vorbei, ey. Hat einfach wieder drei Viertel Leben. Ja, Poppy, es sieht für mich so aus, als ob du sterben willst. Es tut mir auch nicht wirklich... Es tut mir auch nicht... Guck mal, ich bin jetzt sogar ganz frech. Erstmal nehme ich den Tower weg. Scheiße, ich hätte Tiamat bauen sollen. So wie der Trundle. Der Stepke. Sorry, Poppy. Nee. Da ist der Ali Gina. Ja, ich würde sagen, das ist wirklich genau das Gegenstück zum letzten Game. Die haben uns überrannt, jetzt überrennen wir die. Aber nichtsdestotrotz haben beide Spiele sehr viel Spaß gemacht. Also Vamox Only, absoluter Klassiker. Und ja, aber jetzt, wie Mike gesagt hat, das ist genau das ist genau der Gegenteil. Das Gegenteil, der Gegenteil. Auf jeden Fall ist es ein gegenteiliges Spiel. Was auch interessant ist noch für die Folge, um ein bisschen Wissen rauszuziehen. Okay, hau raus. Ich habe einen Counter gegen Zed mit Pantheon. Und du hast den Poppy-Counter. Ist das so? Ja, Darius wird deswegen gerade viel gespielt, weil er Poppy-Counter ist. Ach was. Finde ich eigentlich interessant, weil ich jetzt gesagt hätte, wenn Darius seine Q charged, rauscht Poppy mit Headbutt ran. Dann hat Darius schon mal keine Heilung, weniger Schaden. Das wäre meine Erklärung. Jetzt müsste man schauen, wie sind die Cooldowns. Darius Q, boah. Es ist gerade mit 3,61 Sekunden sehr, sehr kurzer Cooldown. Ich meine aber, dass Poppys Headbutt auch relativ kurz wird vom Cooldown. Das Deathfire Touch! Ja, also. Ich habe selber nicht gespielt, also kann ich jetzt nicht sagen, wie man genau das tradet, aber Darius ist für mich auch bekannt als guter Champion Nahkämpfen. Ja.
Und Poppy tradet ja auch ganz gerne, weil sie noch das Schild bekommt. Vielleicht kann Darius währenddessen gut Blutung stacken. Auf jeden Fall ist das sehr interessant. Und Darius hat eine höhere Pickrate jetzt auf jeden Fall erfahren dadurch. Okay, cool. Ich mag Darius auch ehrlich gesagt. Ich mag ihn auch, aber ich als Anti-Top-Laner. Ich habe letztens gegen einen guten Darius Midlane gespielt. Da war ich 6 und ich war überrascht, wenn er mich einmal packt, wie glapp es geworden ist. Achso, du hast 6 in der Toppi gespielt? Nee, Mitte. Es war ein Darius Mitte. Ach im Rank. Achso. Okay. Der hatte dann halt irgendwie seine Movement Speed ruhen, ne? Und wenn man einmal denkt, man hat ihn, weil er nur noch ein Drittel Leben hat, dann musst du aufpassen. Du musst die ganze Zeit halt wirklich kiten, also. Aha, okay. Trotzdem einmal auf dir Distanz dran bleiben, ja. Ja, genau, das ist das Ding, was ich jetzt sozusagen spüre, wenn die Gegner squishy bleiben, dann vor allen Dingen eine Q macht 500 Schaden fast, das ist gewaltig. Und dann auch noch mit diesem bisschen an Range, ne? Komm zu mir! Vielleicht hat ihm das auch die Möglichkeit gegeben, auch in deinem Matchup da so ein bisschen zu farmen, oder? Dass er vielleicht mit der Q ein bisschen zuschlagen konnte. Ich meine, so direkte Auto-Attacks gegen Six ist schwierig, da kannst du immer mit 2 Auto-Attacks gegen. Oh, ich bin RIP. Und damit steht er 10-1. LOL. Wieder. Da haben sie mich in die Mangel genommen. Ja, Poppy OP, ich sag's, Poppy ist der beste Top-Laner. Wobei jetzt ja gerade in der Meta-Liste steht Poppy, Nautilus und Maokai. Weil ich selber sehr wenig Maokai sehe. Ich mag vor allen Dingen den Championship-Skin da. Oder den, Championship-Skin, ja. Von wem? Von Maokai. Oh nee, ja, der ist geil. Der ist richtig geil und Miokai ist auch super geil. Den magst du, ja. Definitely not Maokai sozusagen. Heißt er nicht Miokai? Ich glaube schon, ja. Hat er dann auch willst so eine Kätzchenmaske, oder? Ja, genau. So ein Jumpsuit als Katzen. Willst du den Blue? Viel. Nee, das dauert mir zu lange, bis ich da bin. Kriegst du auch nicht. LOL! Natzt er mich. Also, ich hab er hat zumindest versucht. Bist du bereit für Geronimo? Also ja, zum Zugucken schon, aber bis dahin laufe ich nicht. Nee, ich würde auch bei dir so ein Geronimo machen. Achso, war wenn Gegner. Egal wo eigentlich. Eigentlich müssten sie auch bei mir kommen. Geronimo. 1v3, Geronimo. Alter, wollen die gar nicht weg? Wollen die sterben? Yo! Da kommt jetzt so. Oha. Hallo? Alles klar. Alles klar. Lol. Hallo? Heal? Was haben wir denn hier? Heal? ADC? Hallo? Oh oh. Wollt ihr nicht, dass Pantheon lebt? Wollt ihr euren Freund nicht beschützen? What? Ich mag das, dass es geht jetzt in Ehren an Picasso, dass er das Jahr 2016 noch miterlebt hat. Was danach passiert, weiß ich nicht, weil ich habe ihn lange nicht gehört. Er hat immer gesagt, wenn irgendwas passiert ist. Wollt ihr das Spiel nicht gewinnen? Wollt ihr nicht groupen? Irgendwie war das lustig. Aber von Picasso hast du lange nichts mehr gehört? Ja. Wie lange? Oh, schon etwas länger. Also. Ein paar Monate sozusagen, oder? Generell, damals haben wir auch oft in der. Ich habe ihn, glaube ich, gar nicht in der Freundesliste. Da bräuchte ich ihn mal. Das ist das Hauptproblem. Okay. Hat er nicht mal meine Hände? Der gute alte Picasso. Das war ein richtig, richtig starker, dich unterstützender Buddy eigentlich, ne? Ja, ich glaube, der unterstützt mich auch immer noch. Also, wenn du zuguckst, Picasso, dann. Also, ja, wir vermissen dich jetzt vielleicht zu viel, aber ich denke mal, Mike schon, ne? Ich weiß ja, also ich habe Picasso schon noch ein paar Mal auf dem TS gesehen. Es gab irgendwie einen Disput zwischen ihm und Leuten aus dem TS. Oh, das ist ja unnötig, sowas, ey. Eine Community. Ist das unnötig. Ja, aber ich meine, ne, wenn was passiert ist. Wenn es gibt, dann gibt's. Aber ich meine, generell ist es unnötig, halt sowas entstehen zu lassen. Was auch immer passiert ist. Auf jeden Fall habe ich da wenigstens mal was von ihm gehört.
Wenn es auch so ist. Es gibt Kinder, die wirklich Straftaten begehen, um Aufmerksamkeit ihrer Eltern zu erhaschen. Ne Sohnemann, Picasso? Okay, ich sag dazu jetzt gar nichts mehr. Ich glaube, das verlässt, verlässt jetzt gleich die Vorbildschiene der Geilo-Family, Alter. Komm mal, ich komm. Easy. Was machen die beiden? Lol. Kann ich die beiden besiegen? Was? Oh, nicht, aber nicht vier! Holy moly, nicht vier. Nicht vier. Hier sind vier, aber ihr könnt dadurch top richtig free pushen. Hier sind jetzt drei. Sollen wir das tun, ja? Also ihr könnt, ihr müsst nicht, aber ihr könntet. So, jetzt sind wir. Ja, okay, zwei gegen. Gut, Ranger und Riven wollen lieber trappen. Weil hier wahrscheinlich die vier Leute hochkommen gleich. Komm schon! You must go play to pee! Oh! Yes! Ich hab den. Natürlich bin ich gestorben, natürlich, aber ich hab ihn noch bekommen. Krieg ich aggro, wenn Riven direkt auf Wukong springt. Und geaced. Yo. Das heißt, wir haben uns da die drei. Ja, und Trundle. Ah, Trundle ist der Weltendrache. Reign of Gaming Weltendrache. Und er ist tot. Execute. Alles klar. Cheater. Reign of Gaming, wie lange ich da nicht mehr reingeschaut habe. Nee, die seid ihr auch tot, ne? Ja, die ist da. Was? Irgendwie, da gab es ein Update und dann war vorbei. Jetzt gibt es nur noch Surrender 20. Ja, da schaue ich gerne mal rein. Oh, Fiora, schön viel abgeblockt. Interessant, dass Riven nicht gestunt wurde durch den dritten Q. Hat Fiora den nicht richtig pariert? Hä? Sie hat doch den Damage abgeblockt. Ja eben, deswegen hätte doch Riven gestunt sein müssen, oder nicht? Richtig, Fiora hat keinen Knock-Up abbekommen. Hm, mysteriös. Ein weiterer Fall für Galileo Mystery. Mystery. Gibt's glaube ich auch nicht mehr, Galileo Mystery. Das war glaube ich ein Flop, Alter. Da haben sich die Leute nur drüber lustig gemacht. Irgendwann war die Illuminatenschiene ausgelutscht. Das stimmt, ey, da gab's so viele Parodien. Okay, scheiß drauf, ich gehe wieder 1v3, auch wenn es meinen Tod bedeutet. Will er nicht weg? Solange. Hä? Was? Und die greifen dich dann auch nicht an? Ja, ne, ich hätte die auch 1v2 geschafft. Pff, haben sie gut erkannt, die Gefahr. Aber warte mal, du hast doch Pantheon weggenommen, das heißt, die waren grundsätzlich zu dritt, oder nicht? Oder nee, war der so schnell weg, ja, dass anfangs man waren die zu dritt, dadurch, dass sie sich gesplittet haben und ich Pantheon killt habe, waren sie nur so zu zweit. Die hätten von Anfang an da bleiben können, ja. Deswegen Dronimo. Aber ich hätte auch Angst, wenn so ein fliegender Bäcker von mir kommt. Weiß man nicht, wie das mit mir geschieht. Was passiert ja eigentlich? Es regnet Brötchen. Jetzt wird es wieder richtig schlecht. Ja, es wäre schon nicht schlecht, wenn es mal Brezel regnen würde. Mhm. Das wäre richtig geil. Guck dir die Speere an, dann tun die weh oder was? Alles klar, alle im YOLO-Modus, ey. Und ich bin tot. Komm nicht, wieso kriegen die nicht alle im YOLO-Modus und ich sterbe. Es kann nicht wahr sein, ne? Dass ich jedes Mal. Ja, hier klopft den Tod jetzt. Das wollte ich gar nicht bauen, das wäre mir viel zu tanky. So, hier gibt's weiter Damage. Wobei das Spiel. Disrespect hier, Mart. Ist es jetzt vorbei, das Spiel? Ist es jetzt gelaufen? Jetzt könnte gelaufen sein, ja. War aber ein schönes Spiel, Leute. Ihr wisst Bescheid, schaut in die Beschreibung. Unterstützt Mike auf jeden Fall bei seiner Homepage. Ja, das mit der Homepage ist alles im Aufbau. Unterstützt mich einfach, indem ihr mich subscribt. Ja, aber ich denke, du machst es ja nicht ohne Grund. Da muss man auch ein bisschen Love für Also ihr könnt gerne vorbeischauen. Genau, ja, und damit ist es das gewesen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Ganz, ganz großen Dankeschön auch noch an die 8 Spieler, die hier mitgespielt haben. Ja, das waren die von letztem Mal. Auf jeden Fall richtig coole Dudes, coole Bande. Und ja. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Oder einen wunderschönen Semester wünsche ich euch. Ganz genau. Guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sind raus. Wir sehen uns im neuen Jahr. Bis dahin. Ciao, ciao.